So, hallo Leute, einen wunderschönen Donnerstag wünsche ich euch. Wir sind wieder da. Wo? Donnerstag. Ja, wir sind wieder da mit einer weiteren Folge von Stardew Valley Multiplayer mit The Vardrug. Während ihr jetzt diese Folge vielleicht ganz frisch guckt, wenn sie gerade raus ist, müssen wir beide arbeiten. Ich habe einen. Ich will nicht. Sie haben einen Artikel über dich in der Zeitung gesehen. Ja, das kam gestern. Achso, ich hab. Sieht so aus, als wäre das ländliche Leben ganz gut für dich. Bin so stolz auf dich. Pass auf dich auf, mein Schatz. Gewittersturm morgen. Mama. Yay, Gewittersturm. Moment. Nein. Nee, Gewittersturm. Gamepad getrennt. Verdammt. Leute, der Vardrug muss heute erstmal deins Kram machen. Ich muss erstmal den wechseln. Du kannst ja pausieren. Nö. Nee. Oder. Ja, gut, dabei. Lauf mal auf meinem Weg herum. Ich hab Leben gekriegt. Genau. Hey. Ich lauf mal Kreise um dich. Ich lauf Kreise um mich. Leute, ist ein bisschen Krach. Ich muss kurz die Batterien wechseln und nachher die anderen gleich in den, ins Ladegerät packen. Wir haben ja noch drei Crabpots drin. Ja, die hast du mal gebaut oder so. Warum liegen die da drin? Ich hab keine Ahnung. Gamepad getrennt, was? Was tust du? Ah, jetzt geht's alles. So, Leute. Ich muss mal hier das Ding freimachen. Haben wir eigentlich schon... Ach, das kann ich selbst machen. Was? Lightning Rods. Nee, das meinte ich nicht. Kann ich schon Lightning Rods bauen? Fish Tank. Ja. Den Crab Pot haben wir schon. Okay. Ich werde Eisenbarren jetzt verarbeiten. Ich möchte Blitzableiter bauen. Ja, mach das. Ich habe die Kupferbahn alle verarbeitet, aber habe dafür noch ein bisschen wieder reingeschmissen gehabt. Oh, warte mal. Funktioniert die Mod in der Multiplayer? Ja. Ich habe eine Better Transmutation Mod aktiv. Damit kann ich zum Beispiel nicht nur aus drei Kupferbarren einen Eisenbarren machen, sondern ich kann aus einem Eisenbarren drei Kupferbarren machen. Ich kann also rücktransmutieren. Das ist ziemlich praktisch. Und ich kann zum Beispiel aus vier Goldbarren könnte ich einen Iridiumbarren machen. Ja. Und aus einem Iridiumbarren dementsprechend vier Goldbarren. Nice. Das ist super gut, wenn man später die Statue of Perfection hat. Da kommt man einiges mehr an Iridium ran jetzt, vor allem vorher. Das ja, und später kommt man übelst gut an Gold ran. Weil an Gold kommst du sowieso ziemlich schnell ran. Echt? Mine. Ja. Ich hab immer viel zu viel Gold eigentlich. Ich hab immer viel zu viel Iridium. Ja gut. Weil ich halt die Statue of Perfection dann irgendwann habe, ne? Ich muss mal hier ein bisschen freihauen. Ich habe mir jetzt auch gönnerhaft, wie ich bin, auf meinem privaten Spielstand die Statue of Endless Fortune geholt. Die goldene. Die mir jeden Tag entweder einen Iridiumbarren, einen Goldbarren, einen Diamanten oder eine Omnigeode bringt. Ich habe übrigens, dadurch, dass wir jetzt 10 Crabpots haben, kriegen wir jetzt Refine Quartz ohne Ende ran. Das wenn ist sehr du gut. Sprinkler bauen willst. Das ist sehr gut. Ja, wir brauchen da noch Gold, ne? Weil ich fange erst mit den. Ja, aber die Mine sollte doch weit genug runter sein schon, oder? Ja, wir haben trotzdem nicht so viel Gold. Also wir haben gerade mal 3. Achso. Wir haben zu wenig Refined Quartz. Ja, ich habe 5 unten hier noch. Ah, du hast 5 unten. 5 Refined Quartz habe ich jetzt unten die ist unten in der Angelkiste mit. Okay, warte mal. 5? Wie viel brauche ich? 5 und 25 Fledermausflügel. Haben wir 25 Fledermausflügel? Ich glaube ja. Und ich könnte noch 6 produzieren über den Lauf der nächsten Tage. Ich habe noch 6 Broken CDs. Das ist gut. Ich schmeiß immer das, was jetzt kommt, immer hier rein gleich. Wir werden wahrscheinlich einen Recyclinghof aufmachen können. Na, ich werde hier unten noch ein paar Recyclingmaschinen hinstellen. Eben, wir werden einen Recyclinghof aufmachen können. Ja. Ich würde allgemein auch noch gucken, was brauche ich, um eine zu bauen. Da hinten. 25 Wood, 25 Stone, ein Iron. Iron hast du auch gebraucht, ne? Nicht alle. Wir haben noch ein bisschen was. Weil Wood, Stone und Iron kann ich ja nutzen. Das ist ja nicht wirklich. Das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Dann stelle ich da unten nämlich 5 Stück hin oder sowas. Und dann kann ich dann halt immer schneller noch das Zeug produzieren. Wood, Stone. Alter, dein Ton ist so laut, den höre ich bis hierher. Und du hast nur Kopfhörer. Ich höre das bei dir mit raus. Wenn ich irgendwas mache. Eigentlich sollte das dieses Problem sein. Vielleicht habe ich auch einfach nur gute Ohren. Ja, das könnte auch sein. Wie Iron haben wir noch? Ich nehme mal 4 Iron raus noch. Iron Man. Rocket Man. Na 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 na.
Ah, da kann ich echt durchlaufen. Sehr gut. So, ich baue nämlich 5 Blitzerbleiter. Woll abgesehen. Danke. Wow. Ich kann normalerweise nichts davor stellen, aber Blitzerbleiter kann ich da hinstellen. Solltest du jemals Fackeln brauchen, werden wir unten auch mehr als nur kriegen. Ja. Gesundheit. Oh mein Gott. Hast du irgendwo Fenster offen? Nee. Die böse Pollen reinlassen? Nee. Würde ich niemals machen. Pilze. Also, jetzt, da ich jetzt genug Recyclingmaschinen habe, kann ich das auch jetzt noch die restlichen Quarz hier produzieren. Ja, ich habe jetzt 5 Dings da. Ah ja. Da. Okay. Blitzableiter, das heißt. Das sollte erstmal kein Problem sein. Batterien kriegen wir jetzt auch dadurch. So. Es ist Freitag. Ist jemand zum Merchant? Oh, wir können das Bündel sammeln, Exoten fertig machen. Dann brauchen wir noch das Herbst- und das Wintersammelnbündel. Und das Wintersammelbündel kriegen wir fast auch fertig, wenn wir mit den Eisdings gehen. Ich glaube, eins kriegt man da nicht. So, was brauchen wir denn hier? Freitag? Heute ist wieder der Dings da, ne? Ja, ich bin gerade hier. Kauf mal bitte den Rare Seed. Okay. Weil wir brauchen 2 Sweet Jam Berries sowieso für unsere... Ja. Jam, Slime, Trapbobber. Sonst ist nichts wirklich drin, mit? Was man braucht. Also nichts, was mir jetzt auffallen würde. Ist in Ordnung. Außer vielleicht den Chub, aber den Chub haben wir auch so in Dings. Den brauchen wir für das Adventuring Bundle, ja. Wirklich. Nee, nicht Nutzpflanzen. Ich will nicht zur Speisekammer, ich will zum Handwerksraum. So. Okay, da haben wir das. Das kann ich schon mal abgeben. Und für den Herbst. Angel ich jetzt noch mal ein bisschen? Ich angel noch ein bisschen. Die Brombeere, die Haselnuss und die Wildpflaume. Nee, dann doch nichts. Okay. Und morgen geht's im Ozean, um den Riffbarsch zu fangen. Ja. Das ist in Ordnung. Instant Regnet. Immer schön Zeug ansammeln. Stimmt. Sammeln, damit ich ein höheres Level bekomme. Welches ist, wie hoch sind das dein Sammellevel jetzt? 6 glaube ich erst. Okay. Ich bin auf fast 7. Gesundheit. Was? Nein. Das mal nicht. Ich wollte trotzdem Gesundheit sagen. Ich wünsche dir halt Gesundheit. Ich möchte halt, dass du lange gesund bist. Ich will nicht, dass du mir Gesundheit wünschst. Ja, wenn du wieder krank bist, dann können wir wieder nicht aufnehmen. Ja, das stimmt. Boah, Marfi. Ja, da ist noch was zum Einsammeln. Du hast da Kohle vergessen. Was ist das? Ja, ich habe am Angeln Zeit. Da beißt nichts an. Weil ich immer die Standardangel hast. Standardangel habe. Aber auf Stufe 7 kannst du doch, glaube ich, schon die. Moment, warum haben wir so viel Geld gehabt? Ich dachte, wir hatten nur 3.300. Wenn wir 7.000 hätten, könnte ich mir die erste Angel holen. Ja. Dankeschön, Suki. Machen wir. Okay. Wir sollen beide gesund bleiben. Wenn Suki das sagt, dann. Warum sagst du immer Suki? Für mich ist das Suki. Weil Suki ist. Es ist Suki, schreib mal bitte, ist es Suki oder Suki? Das ist wie die Leute, die sich über einen Chat unterhalten, ob es Data oder Data ist. Mhm. Und die Leute Tomato. Die Leute schreiben sowas wie you're wrong if you think it's Data because it's Data. Und sie schreiben genau das gleiche und du liest es einfach in 2 verschiedenen Stimmen. 2 verschiedenen Wegen. Nee, Herbst wollte ich doch gar nicht. Ich wollte zum Exotenbündel und das fertig machen. Das Chaoten, ich meine Exotenbündel. Brauchst du noch einen Schar? Oder hast du das Adventuring Bundle schon fertig? Das ist ein Adventuring Bundle? An der Pinnwand. Gucke ich gleich mal. Oh Gott. Was ist das? Suki mit weichem Okay. Verzauberer. Feldforschung. Ja, mehr. Feldforschung meine ich. Kein Job mehr. Kaulbarsch. Was? Ist noch keiner drin? Doch, ist schon einer drin. Achso. Oh, noch ein violetter Pilz könnte hier dann rein. Okay. 18:30 schon wieder. Already. Wow. Die Tage vergehen so schnell, wenn man Spaß hat. Ich angle nur. Er hat nicht mal Spaß. Und trotzdem vergehen die Tage so schnell. Suche Grünalge für ein Abendessen mit einem trockenen roten Wein. Willi. Willi wird dankbar sein. Grünalgen haben wir in der Kiste. Ja. Willi will Grünalge. Bleib da, Fisch!
Darf ich das überhaupt? Ich habe Essen für dich, glaube ich. Nee, das ist für mich. Die Herbstfülle. Autumn's Bounty. Weil das ist Sammeln plus 2. Das ist voll gut. Das nutze ich erst, wenn ich dann schon Sammeln auf 10 habe. Grünalge. So, ich gehe jetzt mal schnell Willy besuchen. Der ist bestimmt in der Bar. Willy? Ja, lässt sich bestimmt dann volllaufen. My name is Willy. Mr. Willy. Mr. Willy. And what I do is when people come in, I greet them. And I tell them how they're doing. And I ask them how the kids doing. Most of the time they come up. And they want a Grünalge. What's a Grünalge? Grünalge, that's a Grünalge. Grünalge, that's another Grünalge. Oh, so, Lieferung. Achso, ich muss ja wieder in der Mine angehen, damit sich das lohnt für Geld, ne? Achso, ich muss noch der Abenteurergilde erreichen, den Grund der Mine und Tiere aufziehen. Bau einen Hühnerstall. Ja, das mache ich auch irgendwann mal. Naja, spätestens um das Gewächshaus freizuschalten. Ja, wenn wir unseren Hühnerstall. Ja, wir könnten es uns auch kaufen, aber das ist zu teuer. Haben wir einen Stall? Nee, haben wir noch nicht. Wenn wir einen Hühnerstall haben, müssen wir auch erstmal alles Dings rausnehmen, bevor wir es auf die letzte Stufe upgraden, alles Heu rausnehmen, damit wir noch mehr Heu sammeln können. Übrigens könnten wir einfach ein paar von unseren. Irgendwie hat da was auch falsch reingelegt. Da ist ein Amethyst im One-Star-Loot-Ding. Den hab ich nicht reingelegt. Wir könnten zur Not auch ein paar unserer Edelsteine verkaufen, allerdings würde ich halt gern warten, bis wir Mining auf 10 haben. Ich würde halt, was ich jetzt gemacht habe, ich habe einfach einen Stall vor dem Winter mit Kühen vollgeknallt und habe dann halt 2000 pro Tag gekriegt. Wo kommt denn der Rare Seed rein? Bei den. Ja, hier oben bei mir. Weil wir haben noch keine Herbstkiste. Ich komme mit diesem Controller nicht klar. Drück immer die falschen Tasten. Es gibt jetzt eine Auto-Harvest-Maschine für Ställe. Echt? Für Kühe, Schafe. Ja, da muss aber eine. Ziegen. Ist das eine Zähne für den ganzen Stall? Ja. Das ist ziemlich okay. Ja. Ich weiß halt nicht, ob die instant morgens arbeitet, aber. Das war der erste Tag, richtig? Ja. Der zweite folgt zugleich. Dieses war der erste Tag und der zweite folgt sogleich. Naja, reimt sich nicht wirklich. Nein, so überhaupt nicht. Ich muss halt nicht gießen. Wetterbericht. Gut, sieht aus, als würde sich ein Sturm nähern. Rechnen mit Blitz und Donner. Oh, morgen auch noch. Sehr gut. Dann sorgst du mal dafür, dass die Blitzableiter schon mal schön leer sind. Tomaten. Ich glaube, ich brauche noch ein paar mehr. Aber, wobei, ich weiß nicht, ob wir noch Zeug haben dafür. You say tomato, I say tomato. Mato, eto. Ach, shit. Ella. Aha. Wenn du willst, kannst du unten noch die Crabpots erlernen. Hab ich jetzt vergessen. Kann ich gleich machen. Bisschen Fishing-Skill für dich. Fischen. Wir haben das erste Mal Oak Resin. Und du sollst kaputt gehen und nicht aufgehen hier. Gott, was ist hier für ein ganzes Programm an der. Am Dings? Ja, ich war da neulich gewesen, habe auch nicht alles eingesammelt. Ach, hier haben wir auch Crabpots, die wir zurückholen können. Stimmt, du hast ja Crabpots gemacht. Hier packe ich mal so Handwerkswaren rein. In die hintere Kiste hier, ne? Da so. Ja. Da kommt auch sowas wie Honig rein und so. 1, 2, 3, 4. Ich nehme jetzt einfach, ich baue jetzt nochmal 4, dann haben wir zwar kein Eisen mehr, wir haben eh kein Geld, um uns was Eisenmäßiges zu machen. So. Du hast da unten noch Refine Quartz? Ja, 6 Stück müssten unten in der Kiste sein. Auch nur 4. Und dann musst du mal gucken, was noch an Müll in den Crabpots ist. Ja, ich sehe schon. Kannst du auch gleich reinschmeißen. Aber ich muss die auch alle befüllen, oder? Ja, die musst du alle befüllen, mit der Kiste drin. 10 Stück sind's. Ja. So, das wollte ich eigentlich nicht da reinhauen. Das bleibt hier. Und
6, 7, 8, 9, 10. Ne, weil das Problem ist, wenn es 2 Tage am Stück gewittert. Wir könnten die Gießkanne aufwerfen. Wir haben nicht genug Geld. Wir haben nicht genug Geld, das ist das Problem. Und nicht mehr genug Eisen. Wir können meine auf Kupfer hochleveln, aber das können wir sowieso jederzeit machen. Eben. Tilapia. Nee, komme ich dahinter? Nee. Ja doch, das ist gut. Dann lasse ich den einen da stehen. Und dann habe ich noch 2 und die stelle ich da und richtig kacke hinstellen, so erstmal. So, aber erstmal ziemlich nah am Haus. 2 haben schon Blitze getroffen. Das ist ziemlich gut, weil uns bringen die Batterien 500. Erstmal lassen, zweitens, wir brauchen sie für Irisierungssprinkler später. Später, ja. So viele Bäume, das ist so richtig gut. Ich werde mal richtig viele Bäume hier abhacken. Gamepad getrennt, okay. Tuna. Komm schon, Gamepad. Trenn dich nicht von Sven. Was ist eigentlich dein scheiß Problem? Ich wusste neulich nämlich mein Wii U Pro. Ja. Nee, mein, nicht mein Wii U Pro. Mein Switch Pro. Mein Switch Pro. Wieder vom Rechner trennen, ja. Weil ich ihn an der Switch nutzen wollte. Ja, dann muss das Kabel immer ein Kabel anstecken, das ist blöd. Ach so. So geht's natürlich auch. Ganz einfach. Also. Bei der Switch einfach ans Kabel anstecken. Richtig. Ja. Dann ist er nämlich auf die Switch wieder gelegt. Ja, und dann muss ich hier wieder ranlegen und so weiter. Ja, du kannst ihn hier aber auch ans Kabel ranhängen. Das geht auch? Ja. Ach so. Das hat Suki mir tatsächlich erzählt. Ich dachte so, mein Kopf explodiert fast. Weil du kannst tatsächlich den Switch Pro Controller am Rechner einfach mit Kabel gebunden nutzen. Ja, ja, das ja, aber mit das, dass er sich dann aber so schnell wieder reinkoppelt, finde ich gut. Ja, weil er als Kabelcontroller dann zählt. Ich weiß nicht, ob er mit Bluetooth gekoppelt ist gleich wieder. Das müsstest du wahrscheinlich noch manuell machen. Aber kabelgebunden kannst du ihn auf jeden Fall nehmen. Ja, aber ich habe mir, als ich mir damals den Xbox 360 Controller geholt habe, den mit Absicht einen kabellosen geholt. Ja. Aber ansonsten kannst du einfach bei einem Bluetooth-Gerät einfach sagen, hey, verbinde ihn wieder, dann geht das auch wieder. Ja. Das geht ja auch schnell. Red Snapper. Sehr gut. Was suche ich hier eigentlich? Red Snapper? Ja. Oh. Red Snapper ist der Riftbarsch? Ja. Oh. Nee, ist es nicht. Aber Red Snapper brauchen wir auch noch. Oder ist es der Riftbarsch? Aber irgendein Fisch hast du doch gesagt, Herbst und Winter. Ja, ja, aber den kannst du jetzt nicht holen. Das ist der, der Walleye, der Glasaugenbarsch. Achso, ja. Das brauchen wir noch 2 Fische? Nein, wir brauchen mehr. Ah, den Woodskip brauchen wir auch noch. Und den Woodskip, ja. Wir haben, glaube ich, nicht mal noch. Achso, ich sollte das Ganze mal wegbringen, das stimmt. Du hast mir das alles da gelassen, damit ich das mache. Ja. Ich gehe lieber Holz hacken. Unsere Farben hier brauchen wir die Tiger Trout, glaube ich, ist das. Ja, Tiger Trout. Ja. Der war erst Herbst, Winter, oder? Tiger Trout ist. Das ist Riverfischbande, ja. Fall, Winter, River. Ja. Any weather, 6 a.m. to 7 p.m. Why are we speaking in English? Außen, da ist der Red Snapper drin. Und den anderen, den Walleye, gibt's auch im Winter erst. Genau. Warum bin ich so müde? Warum bist du so müde? So müde, so müde, so ausgesprochen müde, so müde war er nie. Ich war schon öfter müde, ganz müde, ganz müde, doch so verblüffend müde war ich bis heute schon oft. Ist? Ich hab mir den ganzen Kram aus der Ozeankiste noch mitgeholt. Mal gucken, ob das auch eine Chicken Statue ist. Das sind doch auch immer eine Chicken Statue. Nee, doch nicht, okay. Ich habe eine geangelt erst. Ich finde es schön, dass man jetzt den Lehm später auch wirklich braucht, um die diese Sandpots zu machen. Haben wir die schon freigeschalten? Nein. Ja, wann kommen die? Ja, bestimmt erst im Endgame, wenn Evelyn dann... Oder man muss mit Evelyn befreundet sein. Mit Evelyn befreunden. Das würde sich halt echt lohnen. Außerdem weckt sie einem Kekse. Ich will doch nur das... Spielen. Wieso kann ich das nicht anquatschen? Wieso kann ich das nicht anquatschen? Nimm mal einen anderen Knopf. Na, welcher denn? X? Nee, A, B. Offensichtlich kannst du das nicht anquatschen. Vielleicht haben sie es erstmal eingestellt, dass es nur der Hauptplayer machen kann, weil sie noch Fehler hatten da drin.
Okay, dann will ich jetzt in den Red Snap auch in die Kiste legen. Kannst du da mal wegbringen. Da fehlen uns tatsächlich nur zwei Fische dann. So. Doch so verblüffend fröhlich war ich bis heute noch nie. So, von mir aus können wir jetzt schlafen gehen. Das ist 16 Uhr noch was, aber ich habe keine Kraft mehr. Dann geh doch mal schnell das Zeug noch wegbringen. Das kann ich machen. Ich schmeiß hier noch den Red Snapper rein, einen davon. So, Gunther. Na, Gunther schaffe ich heute nicht mehr, oder? Doch, klar. Ich laufe noch schnell zu Gunther. Mach das, ich verkaufe noch eine Menge Zeug. Weil ich glaube, Gunther hat ja bis 19 Uhr offen. Das sah zusätzlich schaffen. Das sah nicht gut aus. Du willst nur spülen? Nee, lass mich raten, ich spüle freiwillig mit Priel-Kraftgel oder okay, so. Das hat irgendwas getroffen, aber nicht unser Feld, der Blitz. Ich glaube, es hat höhere Chancen, in den Baum einzuschlagen, als in... Das ist bei mir letztens noch das Fisch passiert, dass ein Baum eingeschlagen, der Baum ist explodiert. Tatsächlich ist es so, wenn es in den Baum einschlägt... Ist das euer Ernst? Es ist genau 18 Uhr, ich stehe davor... Nope. So. Gunther steht hinter der Tür schon davor. Und denkt sich so, auf die Uhr und zu. Und denkt so, ha, 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 da kommt er ganz schnell, schnell zu machen, schnell zu machen, schnell zu machen. So, also wir können auch nachher, wir können auf jeden Fall beide zeitig schlafen gehen. Hast du das Rezept für Quality, Quality Dünger schon? Quality? Du meinst Quality? Nee, Quality. Okay. Quality? Hydrogel. Ah, nee, das kriegst du auf der letzten Farmstufe erst. Ich wollte gerade sagen, erst später, ne? Ja. Aber wir haben halt auf jeden Fall dann mehr als nur Fischer. Wenn du nachts Fischen. Ach nee, den kriegen wir erst später. Kriegen wir später. Ja, Ozeanfischer. Und Spezialitätsfischer. Da müssen wir nochmal einmal in die Wüste. Oder, Oder ihn kaufen. Oder ihn kaufen. Mal kaufen wird wahrscheinlich eher passieren. Bündel komplett. Wüste müssen wir ja kaufen. Was gibt's? Das ganze Kiste hauen, das nutzt sich sowieso nicht. 5 Teleport-Tote im Transport. Ne, verkaufen wir aber die nicht. Definitiv nicht. Nein, ins Lager, meinte ich. Ins Lager rein. Ja. Querti-Dünger, ja. Querti-Dünger? Wachsen die T-Shirts dann? Bestellst du sie in der XS? Ja, du musst die Gummibärchen, die du dazu kriegst, immer einpflanzen. Ah. Da wachsen neue T-Shirts raus. Ah. Well. Ich hatte Langeweile übrigens. Wieso? Achso, ja. Hast du irgendwas verkauft? Ja, für sure. Okay, das heißt, ich kann das Zeug wieder dahin packen. Du musst nichts nochmal verkaufen. Was ist das? Achso, das wollte er nicht haben. Die Chicken Statue kann ich verkaufen. Nee, er wollte nicht mehr. Und das Amphibienfossil haben wir auch schon. Ich schmeiß trotzdem mal alles da rein. Du siehst ja, ob du es verkaufst oder nicht. Ich sehe das ja nicht, weil das ja irgendwie komisch ist. Ja. Erkenntnisse. Well. Lass uns ins Bett gehen. Du hast ein Evoli. Ich habe ein Evoli, das stimmt. Ich habe wieder ein Evoli, das ist wunderschön. Aber der Soundfile stimmt schon wieder nicht, hatte da einen anderen Soundfile drin. Macht dann Evoli Miau? Nee, es sollte eigentlich einen Evoli-Sound machen, aber dadurch, dass die Beta-Version gerade dauernd geupdatet wird, werden die Files halt teilweise auch erneuert. Also macht dein Evoli jetzt Miau. Miau! Okay. Aber der Evoli-Sound klingt auch nicht so viel besser. Deswegen würde ich sagen, Leute, war's das für heute. Einen schönen restlichen Donnerstag noch oder Freitag oder wann auch immer ihr das schaut. Und dann würde ich sagen, bis morgen. Tschö. Ciao.